Damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Harvestella zurück. Heute geht es weiter hier an diesem sommerbriesigen Tag Nummer 1. Nummer 2. Tag 1 haben wir ja hinter uns. Jetzt geht es ja zu 2. Millika, Ben und Ben dürfen zusammenbleiben. Das muss gefeiert werden. Oder? Nein? Nein, gut. See you later. Und jetzt heißt es für uns übrigens erstmal nicht wirklich was verkaufen, sondern erstmal gucken, was können wir überhaupt jetzt hier machen. Also. Hello, little crappies. Ist viel einfacher. Hier dürfen wir noch nichts ernten, ne? Nein, okay. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch im Lager haben, was wir pflanzen dürften. Für Sommer haben wir 11. Frühling, Herbst. Sommer, weiß ich nicht wohin. Okay, also ich habe eigentlich nur das. Okay, es wird aber gehen. So. Erstmal pflanzen, ne? Gießen ist zwar nicht schlecht, aber ich denke mal, das Pflanzen wäre auch nicht schlecht. Gut ist beim Baum, wir müssen ihn nicht gießen. Trotzdem mache ich es. Damit es dann entsprechend vielleicht doch wächst oder schneller wächst, keine Ahnung. So. Okay, da haben wir alles schon mal. Muss ich nochmal gucken, wo ich diese Pilze herbekomme. Ah, kleiner Pilz da. Wo bekomme ich jetzt die Höhle her, wo ich das... Keine Ahnung. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir noch an Nebenquest. Heimkehr. Ach, nach Schatola, okay. Schatola. Ich muss so oder so nach Schatola. Passt sicher. Und in dem Jahr habe ich auch noch haufenweise Quests, die ich bis jetzt immer noch nicht gemacht habe. Nur eine Aufgabe am Strand und da... Da gibt es auch Rezeptaufgaben. Okay. Ist es schneller, dahin zu reisen? Ja, es ist schneller. Weil ich dann hier runterkomme. Hehe. Da ist sie. Hi, Truppe, wie läuft's? Ich habe deinen Mann leider nicht gefunden oder einen Freund oder wie auch immer. Oh, wirklich? Ich habe auch keine Hinweise. Ich habe die Seeleute und die Fischer gefragt, aber niemand hat ihn gesehen. Vielleicht muss ich akzeptieren, dass er wirklich verloren ist, mein liebster Jade. War er ein Verwandter? Nein, er war mein Partner. Wir waren verlobt. Das ist wohl unsere Strafe. Hätte ich nur nie gesagt, dass wir zusammen davonlaufen sollten. Wovor seid ihr denn davongelaufen? Ja, das Eltern waren gegen unsere Heirat. Herr Jades Eltern. Aber davon ließen wir uns nicht aufhalten. Wir wollten einfach durchbrennen. Darum wart ihr also in dem Boot. Ja, aber sieh doch nur, wie das gelaufen ist. Ein Monster brachte unser Boot zum Kentern und jetzt gibt es nur noch mich. Was haben wir davon, dass wir durchbrennen wollten? Man könnte noch am Leben sein. Und dich suchen. Oh, übrigens, als du mich gefunden hast, lag irgendwo in meiner Nähe ein Haarschmuck? Nö.
Oh, dann wurde er wohl weggeschwemmt. Er war ein Geburtstagsgeschenk von Jade. Er bedeutet mir sehr viel. Was möchtest du jetzt machen? Ich denke, ich werde nach Nemea gehen. Dort wollte Jade und ich unser neues Leben beginnen. Jetzt, wo ich davongelaufen bin, kann ich nirgendwo sonst hin. Ich kann nicht wieder nach Hause gehen. Ich möchte wenigstens in der Stadt wohnen, in die wir ziehen wollten. Danke für alles, Toplay. Ich gehe da mal. Ja, sie will durch den Jadewald, durch die Njordsteppe. Ganz allein, ja? Bist du sicher, dass du zurechtkommst? Sieh irgendwann ab morgen nach, ob sie sicher in der Meer angekommen ist. Sturköpfe immer. Immer diese Sturköpfe. Ist ein bisschen irritierend, dass die Karte sich nicht mitdreht. Kann ich hinten Rezepte lernen? Nee, ne? Das ist im Gebäude drin, oder? Ja. Gut, was hätte ich auch anderes erwartet, aber ich muss das halt einmal angucken, ne? Von 10 bis 10. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Das Ding ist, ich kann ja jetzt nicht mehr sagen, okay, gut, guckst in der Zeit hier so ein bisschen nach, ne? Weil, bringt mich nicht weiter. Na, gucken wir einfach, was wir in Nemea für Quests haben. Ich muss da eh hin. Und dann macht es sogar Sinn, nach Hause zu reisen. See you later. Weil das einfach schneller ist und dann die Zeit nicht so schnell vergeht. Denn wie wir wissen, auf der Oberwelt vergeht die Zeit nochmal ein bisschen schneller. Bye bye. Weil auf der Oberwelt zählt, wie viele Schritte wir jetzt zurückgelegt haben. Also wir sollten eh nach Nemea die Leute besuchen. Insofern. Eine Aufgabe, drei Aufgaben. Drei Aufgaben. Oh, schön. Zwei davon sind unten. Eine ist hier. Ich möchte wissen, was ist hier. Oh, du bist nicht zufällig auf Reisen, oder? Gott sei Dank, bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich habe ein paar Probleme mit der neuen Speisekarte für die Bar. Wenn es sie nicht ausmacht, könntest du mir vielleicht Essen vorbeibringen, das sich dir schmeckt? Komm schon, Gerichte von Reisenden haben einen gewissen köstlichen Reiz, findest du nicht? Deshalb wende ich mich an dich. Bitte hilf mir dabei. Okay, dafür ist das und dann bekomme ich da... Okay. Wenn du noch mehr leckeres Essen findest, bring es gerne vorbei. Okay, also das heißt, man lernt hier nicht, man kann hier nur dann zusätzliches Geld machen. Ein ganz anderer Ansatz, ist in Ordnung. Aber irgendwo kommen die Rezepte auch her, ne? Bitte lass mich nur dieses eine Mal gehen. Ich habe so oft gefragt. Nein. Cherry, zum letzten Mal. Außerhalb von dem Meer ist es gefährlich. Dort lauern überall Monster. Ich weiß, aber ich will unbedingt raus aus der Stadt. Mach dich nicht lächerlich. Kein Elternteil würde sein Kind freiwillig alleine losziehen lassen. Ich bin ja wohl alt genug. Mir wird schon nichts passieren. Wenn ihr euch solche Sorgen macht, wieso kommt ihr da nicht einfach mit? Ich würde, wenn ich könnte, aber ich ersticke in der Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Bei dir dreht sich alles nur um die Arbeit. Du sagst das nur, weil du nicht willst, dass ich gehe. Das ist nicht wahr, Sherry. Sherry, warte. Kam von einer anderen Richtung. Psst. Ah, Sherry.
Ist hier alles in Ordnung? Ja, Officer. Oh, du hast uns gehört. Wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit mit unserer Tochter. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Sie hätte dich beinahe umgerannt. Stimmt, puh, die 2 Meter Abstand, das war schon echt heftig. Also, 1 Zentimeter mehr hat sie jetzt mich erwischt, ne? Alles in Ordnung mit dir? Gut, Entschuldigung nochmal. Oh, diese Sherry, was denkt sie sich dabei, einfach wegzulaufen? Wird zum Essen schon zurückkommen. Oh nein, ich hoffe, sie verlässt die Meer nicht. Wir müssen sie aufhalten. Ich wäre nicht überrascht. Entschuldige, könntest du uns vielleicht dabei helfen, Sherry zu finden? Tut mir leid, dass wir dich da hineinziehen, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Kein Problem. Oh, danke. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Okay, teilen wir uns auf und suchen nach ihr. Meine Frau und ich fragen die Argus-Brigade, ob sie ihn im Meer verlassen hat. Wenn du dich in der Stadt durchfragst, wenn du dich in der Stadt durchfragen könntest, wäre das eine große Hilfe. Danke. Beeilen wir uns. Also ich stelle mir das jetzt mal vor, ich gehe jetzt so zu den Leuten hier in Duisburg und sage, ey, sag mal, habt ihr die Sherry gesehen? Sherry, wie? Meinst du Chantal oder was? Nee, die Sherry. Wie sieht denn die aus, die Kleine? Wie Mädchen. Ja, nee, mach Sachen. Nee, hab ich nicht gesehen. Ja, also, ohne, ne? Einfach nur mit einem Namen. Ich meine, sie ist an mir vorbeigerannt. Ich hab ja nix. Ja, immer irgendein Typ, der in der U-Bahn vorbeiläuft, ja, und merkt euch den. Und das, obwohl ihr euch den gar nicht merken müsstet. Okay, umhören muss ich mich aber jedenfalls nur auf der 2. Etage. Das ist ja schon mal ein positiver Aspekt. Was zwar interessant ist, da unten mehr Leute sind, aber gut, von hier oben kann man natürlich gut beobachten, ne? Sag mal, hast du Sherry gesehen? Bitte? Suchst du nach Sherry? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Tut mir leid. Was ist denn passiert? Du erzählst von dem Streit, den sie mit ihren Eltern hatte. Ich habe den Streit doch gar nicht so wirklich mitbekommen. Was? Sprechen wir von derselben Sherry? Das klingt gar nicht nach ihr. Nun ja, sie hat versucht, den Meer zu verlassen. Sie muss ziemlich verzweifelt gewesen sein. Sie hat mich nach einem Weg aus der Stadt gefragt. Ich habe aber nichts dazu gesagt. Es ist gefährlich für Mädchen, die Stadt allein zu verlassen. Der andere war hier. Ah ne, sie war da. Ah, jetzt verschleiche ich den Turm rauf, hä? Huh? Ah, per Turm springen. Ich habe Sherry gerade gesehen. Sie ist so schnell davon gerast, dass sie mich beinahe umgerannt hätte. Zum Glück konnte ich gerade noch ausweichen. Und weißt du, wo sie hingelaufen ist? Oh, du suchst nach ihr? Na, wenn das so ist, sie ist in Richtung der Aussichtsplattform gerannt. Sie schien ziemlich aufgewühlt. Bitte heitere sie ein bisschen auf, wenn du sie findest. Klingt, als wäre Sherry Richtung der Aussichtsplattform gegangen. Das hat sie doch gerade gesagt. Als ob ich den Text davor nicht lesen würde. Gut, ich weiß, es gibt Leute, die lesen den Text nicht. Ja, die klicken einfach nur durch, weil sie wollen das Spiel spielen und dann gucken sie einfach nur, wo ist sie denn? Ne? Aber selbst hier könnte man es jetzt sehen. Aber es dann doppelt zu erwähnen, naja. Hallo, Sherry. Hätte ich dich nicht eben fast umgerannt? Ja, und deswegen bin ich da. Pass mal auf, ey. Rampelst du mich nochmal an, mach ich Stress, Alter. Mach ich Auge. Es tut mir leid, ich war einfach so wütend. Alter, ich bin wütend. Was machst du hier? Oh, du nimmst es mir nicht übel? Wie ich dir das übel nehme, ey? Na, ein Glück. Alter. Nein. Was sollte jetzt der ganze Streit? Es ging ums Prinzip. Ich hatte keine Wahl. Sie haben mir überhaupt nicht zugehört. Ich will an den Strand gehen. Bevor du mir sagst, dass das gefährlich ist, das weiß ich schon. Naja, eigentlich so jetzt nicht, ne? Ich will trotzdem an den Strand. Ja, der Weg dahin ist gefährlich, der Strand selber nicht. Warum ausgerechnet an den Strand?
Ich kann dir eine Sandburg hierher bringen. Oder ich kann dir ein bisschen Sand hierher bringen. Naja. Ich meine, warum nicht? In dem Meer gibt es nur Wälder und Felder. Ich habe immer schon davon geträumt, den Strand zu sehen. Apropos, du kommst nicht aus Nemea, stimmt's? Dein Modegeschmack ist ein wenig speziell. Ich komme aus der Nähe von Lethe. Ich wusste es, kein Wunder, dass ich dich hier noch nie gesehen habe. Oh, ich bin ja so neidisch. Reisende können einfach überall hin. Ich wette, du könntest auch ans Meer. Oh, das ist es. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich sagen, in Ordnung, wobei ich würde eigentlich sagen, nein. Und das da finde ich halt so von wegen, du bist ein kleines Kind, ne? Danach gehst du nach Hause. Ich tue dir einen Gefallen, aber danach gehst du nach Hause. Ja. Abgemacht. Ich gehe also. Tut mir bitte den Gefallen. Es wäre großartig, wenn du mir eine Muschel bringen könntest. Mir ist egal, wo du sie her hast. Bring mir einfach eine Muschel von irgendeinem Strand mit. Dann hole ich sie aus Schatola. Schatula, du hast so ein Glück, schon einmal da gewesen zu sein. Ich hoffe, eines Tages kann ich auch dorthin. Aber kein Grund, jetzt darüber traurig zu sein. Ich bin total gespannt, was für eine Muschel du mir mitbringst. Komm wieder, wenn du eine gefunden hast. Ich werde hier auf dich warten. Kein Ding. Suche vor 4 Uhr nachmittags am Strand von Schatula nach Muscheln. Ernsthaft? Vor 4 Uhr nachmittags. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Die Muscheln sind nur vor 4 Uhr da. Ab 4 Uhr nachmittags, dann machen sie Feierabend. Dann gehen sie vom Strand runter und gehen wieder zurück ins Meer und freuen sich ihres Lebens und gehen ein bisschen schwimmen und haben Party und so. See you later. Ah, das erklärt vielleicht, warum ich dann nachmittags manchmal an der Nordsee keine Muscheln gefunden habe. 4 Uhr. Feierabend. Das ist sogar echt mit einer. Ist sogar questtechnisch markiert. Es ist eine Muschel. Es ist jetzt nicht, dass jetzt zigtausend Muscheln rumliegen würden, ne? An einem Strand. Ah, ne, halt, die machen ja Feierabend um 4. Ganz groß da vorne, die Muschel, die sieht man nicht. Was für eine Muschel willst du Sherry mitbringen? Hey, was machst du da? Darf ich mitspielen? Hilf mir, eine Muschel auszusuchen. Wofür brauchst du eine Muschel? Oh, sie ist für jemand anderen. Klar, ich helfe dir. Wir können ja zusammen eine aussuchen. Zu zweit macht es immer mehr Spaß. Okay, schau mal da drüben nach. Ich habe jetzt schon 2, 3 Muscheln. Also, ihr merkt es. Such eine Muschel aus. Was ist mit dieser hier? Wow, die ist so hübsch. So groß und glänzend. Genau so eine Muschel haben wir auch zu Hause. Oh, weißt du was? Mein Papa hat mir ein Geheimnis über Muscheln verraten. Und zwar kannst du das Meerrauschen hören, wenn du eine Muschel an dein Ohr hältst. Danke für deine Hilfe. Gerne, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Huch, wie die Zeit vergeht, ich muss nach Hause. Bis dann, ich hoffe, sie gefällt deinem Schwarm. Was? Nein. Hihi, bis dann. Da hat sie etwas falsch verstanden. Immerhin hast du jetzt die Muschel. Gib sie, Sherry. Okay, gut, also es ging jetzt nicht um die Muschel, sondern ich musste halt vor 4 Uhr dahin. Ja, das Kind zu treffen. Könnte man jetzt auch falsch verstehen. Ich bin gerade überlegen, was ich esse. Ich brauche ja Ausdauer. Jetzt wieder nach Nemea.
Beziehungsweise ich würde sagen, das mit Nemea, das verschieben wir auf den nächsten Tag. Wir sind fertig mit der Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin so froh, dass Van und Wendt nicht wollen, dass ich umziehe. Aber sag ihnen das nicht, sonst lachen sie mich nur aus. Dank dir auch, Tropey. Du hast uns allen echt geholfen. Komm bald wieder zum Spielen vorbei. Tschüss, Milika. Okay. Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht's weiter und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.